Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sekiro. Wir befinden uns hier in einem Traum und hier liegt Loot, geil, und eine Perle. Traum oder Erinnerung, wie soll man es nennen? Ich weiß es nicht. The Acquire Skill Menu has been unlocked in the Sculpture Idol Menu. New skills can be learned by spending skill points in this menu. New skills can be acquired by spending skill points in the skill menu. New combat style can be learned through obtaining esoteric texts for each style. There are three types of skills: combat, shinobi and latent skills. Combat arts must be equipped to be used. Ah, okay. But shinobi material arts and latent skills are always in effect upon being acquired. Okay, interessant. Whirlwind Slash, a spinning attack that hits several enemies at once. The sharp cut combined with the force of the spin can strike multiple foes and deal damage even when guarded. Nice. When surrounded by enemies, this shinobi technique can open a path to victory. Die beiden gleichzeitig drücken. A combat art executed by spinning the entire body while attacking. Ich kann, ah doch, kann ich. Mir hier. Acquiring enables one to counter enemy thrust attack by stomping down. Ah. Oh, geil. Aber wisst ihr was? Ich will das hier haben. Ich kaufe das jetzt einfach mal. Ich gehe ganz kurz durch die Skills, aber ich rede nicht alles, sondern ihr könnt auf Pause drücken, wenn ihr wollt. Mid-Air Deflection. Nett. A Shinobi Karma Body. Mhm. Und hier ist es locked. Acquire the Shinobi Martial Art, Rune and Slide, Run and Slide, okay. Nett, sehr nett, ich will gerne laufen können. Ich weiß nur noch nicht, wie man sprintet, ey. Suppress Present, nice, very nice. Vielleicht sollten wir einmal ganz kurz hier reingucken. Combat Arts can now be equipped in the equipment. Oh, scheiße, die muss ich echt equippen. Oh, man, das macht's so... Es nimmt einem so viel die Abwechslung. Ich mache mir gerade Sorgen, Freunde, dass das Spiel vielleicht, ja, ich habe Angst, wir sind noch früh im Spiel, vielleicht verurteile ich das. Ich habe nur Angst, dass Ich habe nur Angst, dass das Spiel unter Umständen stumpf wird. Dass alles nur Mashen ist, um die Gegner zu brechen. Im richtigen Moment parieren, um Gegner zu brechen. Und ganz, ganz furchtbar viel Stealthen, weil es einem das Leben sehr viel leichter macht. Und das Spiel, ich sag mal, schneller am Laufen. Man hat so ein Gefühl, man kommt schneller voran durch die Levels. So, Sprinten geht mit Kreis gedrückt halten. Combat Arts are special attack skills based on strength of the fighting style they belong to. They must be equipped in the equipment menu to be used and can be learned through the skill menu. R1 while holding. Achso. Okay. Das ist der Block-Knopf. Scheint ja nichts zu kosten. Sieht nett aus. Aber man kann natürlich über jedes Spiel lästern. Auch so Bloodborne und auch Dark Souls kann man schlecht reden. In Dark Souls blocken, strafen, backstabben. Blocken, strafen, backstabben. Bloodborne schießen, Visceral Attack. Schießen, Visceral Attack. Aber... alleine schon durch die unterschiedlichen Waffen und Ausrüstungen, durch die Magie und Wunder und ja, das halt bietet halt sehr viel Abwechslung. Mal gucken, wie sich Sekiro so macht. Mal gucken. Wieso hältst du dich da nicht fest? Das ist doch der Knopf, oder? Finden wir es heraus. Ja,
Fuck, den habe ich doch gerade gedrückt. Vielleicht muss die Kamera sehr präzise drauf zeigen, wer weiß das schon. Also eben hat sie nicht präzise drauf gezeigt. Egal, man darf auch nicht zu pingelig sein, man muss sich an diese Steuerungen auch erstmal gewöhnen, ne? Schauen wir mal, was hier so ist. So rennt man also. Nice. Kreis gedrückt halten, daran kann ich mich gewöhnen. Hatten wir Fistful of Ass nicht schon gehabt? Während er spricht, genehmige ich mir ein Schlückchen. Aha, ich bin der Sohn der Eule. Ist das nicht der Typ, der... Oder jemand mit diesem Equipment, der den Prinzen entführt hat? Guck mal, der hat Klingen in seinen Schuhen unten. Mir gefällt es, dass unser Charakter jetzt sprechen kann. Also das ist kein stummer Protagonist. Das gefällt mir, das mag ich. Ich mag auch meine Stummprotagonisten, so ist es nicht. Aber die Abwechslung ist mal wieder schön, dass es jemand ist, der... Ich werde beobachtet, der reden kann. Da ist ein Fisch. Ich will den Fisch knallen. Und damit meine ich töten. Nicht das, was ihr denkt. Ich hoffe, es nutzt sich nicht ab, diese Animation, aber... Medicine for treating burns, okay. Heal the burn status abnormality. And for the time, this burn build-up increases burn resistance and reduces damage from incoming burn attacks. When fire is used on a battlefield, dosing powder is crucial for survival. Danke. What the fuck? Ach so, ich kann die Wand umarmen. Ich hätte auch wahnsinnig gerne eine Umarmung, so ist es nicht. Deswegen gönne ich der Wand auch keine. Leg dich gehackt. Treasure Scarp Scale. Sparkling Scale from a Treasure Carp. To the average person, it's just a beautiful scale, but there are some who exalt in certain master who consider this scale among the most precious things in the world. For this reason, collecting them could be worthwhile. Oder ihr findet sie in den Microtransactions und Lootboxen. Nein. Aber stellt euch mal vor, das wäre so. Oh shit, kann der schnell schwimmen. Ich wusste vorher, dass man schwimmen kann. Das habe ich bereits auf Twitter erfahren. Sonst hätte ich mich nicht ins Wasser getraut. Was kann man jetzt mit dem machen? Ah. Nice. Oh Moment, da ist ein Typ auf der Brücke. Vielleicht, aber... Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Sollten wir ihn töten. Okay, er hält sich da nicht dran fest. Okay, er hält sich da nicht dran fest. Okay, er hält sich da nicht dran fest. Nein, es regt mich jetzt nicht auf. Halt dein Maul. Da hat er mir direkt ein Schwert durchs Gesicht gezogen, der kleine Drecksack.
Red gefälligst in einer Sprache, in der ich dich verstehe. Und damit meine ich Untertitel, Mann. Plain oil. When the jar breaks, the oil covers everything nearby. Enemies' doses in oil are easily set alight, causing them to take additional vitality damage from fire attacks and making them more vulnerable to burn status abnormality. Gott, was ist los mit mir? Ich sollte vielleicht noch einen Schluck trinken. Ist manchmal gut für die Nerven. Solange man nicht übertreibt. Ich will noch so einen Karpfen knallen. Ich glaube, die Schuppen sind wertvoll. Aber traveln wir mal abseits des Geschehens. Wer weiß, vielleicht finden wir hier auch magische Krabben. In welchem Spiel war das? Morrowind. In Morrowind. Ich hatte gehofft, es schließt diese verdammte Lücke endlich mal. Worauf freut sich dieser Idiot so sehr? Will er unbedingt seinen Hals durchtrennt haben? Steht er da wie so ein Volltrottel? War das Morrowind, wo der beste Händler im Spiel eine Krabbe war mit 10.000 Gold? Das kennen wir doch schon. Das ist für mehr Item Drop Rate. Oh, guck mal da. Es leuchtet. Yay, Karpfenknallen. Alex mag Karpfenknallen. Die geben Schuppen, mit denen ich nicht weiß, was ich machen soll. Okay, die Karpfen wollen... Aha, da ist ein Topf. Die Karpfen... Sind wir hier bei Diablo 3? Okay. Okay. What the fuck? Ein Maskenfragment? A fragment of an old dancer mask. The original must have been broken into several pieces. And this fragment appears to be the right side of the mask. Wofür? Mystery. Floating passage text. Compendium of a combat art. Floating passage. Skill unlock upon... Yes! Geil, Alter. Wow, jetzt sind die Schuppen richtig wertvoll geworden gerade. Unleash attacks in a floating dance-like form. Overwhelming enemies in four of graceful aggression. This sneak belongs to an Ashina sword school. Though it has been deemed heretical due to its foreign origin. Divine Grass, wir wissen alle, was Divine Grass ist. In manchen Ländern ist es sogar legal. A secret medicine that fully restores vitality and cures all status abnormalities. Krasse Scheiße. One small part of Ashina is extremely old. The ancient soil, rock and water that pervaded the land are said to have attracted the attention of the gods. The Dr. Dogen studied the plants in the ancient place, resulting in a recipe for its medical, any special medicine. Okay. A curved, withered red growth filled with medical water. The growth medically refills upon rest. Hä? Reduces burn buildup and slightly increases burn resistance. It cannot heal the burn status abnormally, however. Moment, Moment. Ich kann mir hier eine Flasche kaufen, die sich immer wieder auffüllt? Das ist ja krass. Hi! Wird gemacht. Das steht völlig außer Frage, Alter, dass ich... What? Aus welcher Richtung? Scheiße, ich hatte gehofft, hier ist wieder so ein Karpfen.
Da war doch so ein Aggressor-Pfeil. Freunde, ich tue jetzt mal was für die Wissenschaft, für euch, damit ihr es nicht tun müsst. Ich renne jetzt zurück zu dieser Brücke und berühre den Schrein, damit ihr wisst, ob die Karpfen wiederhergestellt werden, wenn man an dem Schrein rastet. Okay. Zu früh gefreut. Man kommt nicht zurück. Ja, scheiße. Man kommt nicht zurück. Man kann nur nach vorn. Und damit werden die Karpfen auch nicht wiederhergestellt. Er braucht immer eine Wand für einen zweiten Sprung. Das ist übrigens eine sehr, 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 sehr schlaue Idee, wie man ein Double Jump balancen kann in einem Videospiel. Double Jump, ja, aber nur mit einer Wand. Gut, vielleicht gebe ich auch zu schnell auf. Ich will auch nicht eure Zeit mit sowas hier vergeuden. Das kann ich nachher alleine für mich machen. Aber ihr seht, auf den allerersten Moment erscheint hier nichts, das uns irgendwie zu befähigen würde, weiterzumachen. Nee, du sollst nicht schleichen. Du sollst sprinten. Sind hier neue Fischis? Huja! What is up, my dudes? Oh, guck mal da. Dann benutzen wir doch das Ding. Ich bin so doof. Benutzen wir doch einfach das Ding. Vorher looten wir das. Ach, Keramik Shards. Rest. Domo arigato gozaimasu. Fucking what? Stimmt, die werden alle wiederhergestellt. Ihr möget the fuck shut upen. Ich will doch nur wissen, ob meine Karpfen wieder da sind. Ich vermute nicht. Ich rechne ganz stark damit, dass sie nicht wieder da sind. Es wäre eine ziemliche Imbalance, wenn sie jetzt wieder da wären. Dann würde man sie einfach kurz mal durchfarmen und damit ist es gut. Ja. Sie sind nicht wieder da. Okay. Alles klar. Wisst ihr Bescheid? Keine Ahnung, ob sich das mit einem Patch noch. What? What the fuck? What the fuck? Oh shit. Das macht die Jagd nach Karpfen natürlich noch viel, viel schwerer. Ich gehe mal kurz den Hund knallen. Wow, Alter. Wow, wenn die so versteckt sind. Wow, mit einem Rückhandschlag, Alter. Also. Da ist er wieder. Okay, Leute, was haltet ihr davon? Wir versuchen es noch einmal, ihn zu kriegen. Aber dann machen wir auch weiter, damit das hier alles mal irgendwie fortgesetzt wird.
War das jetzt Zufall, dass er hier war? Ich hoffe nicht. Das ist ja ein Albtraum, ihn hier zu suchen. Und habt ihr gesehen, wie riesig der war? Und ich hatte nur eine Möglichkeit, wirklich zuzuschlagen. Und die habe ich verrissen, leider. Vielleicht gibt der zwei Schuppen. Keine Ahnung, der war ja wirklich groß. Waren die anderen auch so riesig? Muss ich wieder jemanden töten? Habe ich ja vorhin auch gemacht. Da ist er wieder. Wie kriegt man den jetzt? Was ist damit? Nope. Gehen wir trotzdem jemanden töten und dann kehren wir an diese Stelle wieder zurück. Ach, machen wir voll Action. Yo, what is up, my dude? Der schlägt mit der Fackel zu, ist ja fies. Lass mich raten, wenn er mich oft genug trifft, werde ich in Brand gesetzt. Und wenn ich jetzt ins Wasser laufe... Nee, das baut nicht ab. Okay. Vielleicht ist das die Anzeige dafür, wie ölig ich bin. Sag ich lieber nichts zu. Da bist du wieder. Bastard. Warum nicht? Was muss man denn machen, um ihn zu kriegen? Naja, ich hatte gesagt, das ist der letzte Versuch. Dabei bleibt's auch. Wir spielen jetzt weiter. Ich will euch nicht mit Angeln für Anfänger hier langweilen. Wahrscheinlich ist es eh schon zu spät. Ihr habt alle abgeschaltet. Tut es nicht. Ich bin doch sonst allein. Schade, ich hatte gehofft, jemand ist unter mir. Hoffen wir das nicht alle. Oh, wie süß. Diese kleinen Dinger sind schon irgendwie niedlich, das muss man echt mal sagen. Genau wie diese kleinen, hießen die Kodamas bei Nioh? Diese kleinen süßen Geister, die am Schrein immer so Party gemacht haben. Oh, die waren auch super niedlich. Das kennen wir doch schon. Vitality, genau. Da können wir uns bestimmt festhalten. Das sieht aus wie eine scharfkantige Kante. Gut, dann würde ich ganz gerne den mit der Fackel anspringen. Das ist der zweite von denen. Es sind drei oder was? Keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Hi, hier bin ich. Nein, bitte tu deinen Bogen weg. Es war wohl nix. Wow, der Rückhandschlag, Alter. Der Rückhandschlag hat der Damage gemacht. Alter Schwede. Gehen wir uns mal bei dem Typen für den Pfeil von hinten bedanken. Danke. Den kriegst du auch noch. Einfach, weil ich es kann. So, das sollten wir jetzt endlich mal benutzen. Fistful of Ass. Vielleicht hätte mir das schon 20 Mal das Leben gerettet. Kann man brennen? Nein, zumindest nicht hier. Drei Leute.
Die erhöht Angriffskraft. Wow, ist das riesig hier, Mann. Ich freue mich gerade ein bisschen. Stellt euch mal vor, wie praktisch das wäre, hier Gegner markieren zu können, die man vorher erspäht hat. Steht klitzekleines bisschen unglücklich. Okay, you wanna have a go? You wanna have a go, bro? Kannst du haben. Ups, das war ein roter. Den hätte man überspringen müssen, aber es hat ja auch so geklappt. Oh, nice. Man kann ja alles über den Haufen laufen. Okay, wann weiß ich, wann ich in ein Gebäude rein kann und wann nicht? Okay. 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 Man kann reingucken durchs Fenster. So, solange da kein Loot drin liegt, begnüge ich mich mit reingucken. Fein. Dann hätten wir diesen Abschnitt, glaube ich, zumindest. Ich traue mich das nicht zu sagen, aber ich glaube, wir haben ihn gesäubert. Hier sollte jetzt nichts mehr sein. Oh geil, nach einem Dash kann man so Swish machen. Okay, ich bin überzeugt, dass wir jetzt hier alles haben. Du meine Fresse, sind das viele. Du findest das also lustig, ja? Ich mag, wie flüssig der sich bewegen lässt. Da fahre ich gerade ein bisschen drauf ab. Hey, die schmeißen ernsthaft mit Öl nach mir. Sind die betrunken? Guck mal, hier könnte man sich festhalten können. So, jetzt wo sich alle Nerven beruhigt haben, gehe ich diesen Typen töten. Mit Doppel-T, Typen töten. Wo ist er denn? Digga, warum bist du schon so weit weg? Nice. Noch einer, der am Strollern ist. Da liegt was im Haus, habt ihr gesehen? Kann ich ihm den Strollermann abschneiden? Nee, okay. Ich hätte es versucht. Nur, dass ihr es wisst, ich hätte es versucht. So, was liegt da drin? Ach so, der scheint tot zu sein. Okay. Der steht mit dem Rücken zu mir. Anfängerfehler. Mir seinen Rücken so zu. Oh shit. Du musst ja dumm sein, Alter. Ich habe gerade zwei Typen neben dir abgestochen. Das hat dich nicht interessiert. Egal. Solche Leute braucht die. What the fuck? Ich kann nichts sehen, Kamera. Kamera. Mit dem Move der Verzweiflung kommentiere ich das jetzt mal. Ich hätte auch mal so ein
Fistful of Ass. Kacke! Fistful of Ass benutzen sollen. Da steht er. Ja, ich weiß, reib's mir noch ins Gesicht. Okay, so ein Spielverderber. Der hat's nicht gehört? Okay. Mir gefällt nur nicht, dass der Pfeil rechts nach mir zeigt. Mal schnell mal die Kamera drehen. Aber was auch immer es... Was? Wer will Stress? Ach, du willst Stress. Okay. Wow! Ich wollte den blocken, aber der kam viel schneller, als ich erwartet habe. Sehr schön, ich habe gerade welche gegessen aus Versehen. Das Powder. Das ist der Gold Drop erhöht, ne? Hier war ich gerade schon drin, da bin ich mir sicher. Dann gucken wir mal auf die andere Seite hier rein. Und wir sehen, dass wir nicht so richtig was erkennen. Da war ich eben schon drin. In dem Gebäude war ich noch nicht, da ist ein Loch. Aber hier scheint es auch gar nicht reinzugehen. Hier scheint es gar nichts zu geben. Okay, machen wir weiter. Ich sollte vielleicht nochmal so ein Bällchen essen. Was? Achso, das war nur Licht, okay. So ein Pellet, ihr wisst schon. Was gibt's auf dieser Seite? Kein Loot, okay. Das ist wieder der Fischteich mit diesem komischen, nicht zu tötbaren Fisch. Da ist er, wie er mich provoziert mit seinen Schwimmbewegungen. Oder ist es ein Fehler? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht soll man den auch töten können, aber es ist irgendwie fehlerhaft gemacht. Ich hasse es, wie er da rumschwimmt. Er macht mich so irre. Hör auf! Okay, du hast es so gewollt. Arsch. Ich wette mit euch, man kann hier noch viel mehr entdecken als das, was wir hier eben mal kurz gemacht haben. Aber das ist nichts für einen Ersteindruck. Das ist, denke ich mal, für jedermann selbst, wenn man... wenn man das Spiel besitzt und es zockt, dass man sich hier einfach die Zeit lässt, sich hier überall mal umzugucken, auch mal hier hinter solche Ecken zu schauen, auch mal hier reinzugucken. Ne? Ich meine, jetzt liegt hier nichts, aber theoretisch hätte man hier eine alte Socke verstecken können oder irgendwie sowas. Oder eine Wand, die man einreißen kann. Irgendwas, irgendwie sowas. Und man kann den Bambus nicht durchtrennen, okay. Ich sag ja nur, dass das mega cool wäre. Ich sag ja nicht, dass das sein muss. Ja. Shinobi-Axt, das klingt nach einem Werkzeug. Oh. Was ist das? Doka,
に行かねばならぬ。賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。無理です。この傷ではとても。Geil. Sorry, ich weiß, es ist billig, aber ich finde es einfach geil, dass ich solche Interaktionen haben kann. Oh mein Gott, die haben da einen Haken gesetzt, um mir zu sagen, dass ich da schon war und dass ich das schon gemacht habe. Oh, solche simplen Sachen. Ich weiß, dass da ein Talk-Symbol war. Kein Stress. Ich gehe da gleich hin. の忍びじゃな。おう、肝心な時におらぬとんだ役立たずめ。いや、もしやお主賊を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。Ihm ist wohl nicht ganz klar, dass ich unter normalen Umständen einfach so in sein Haus mich einfach reinschneiden könnte, oder? Oder hast du ein Loch im Dach und willst mir das persönlich sagen? Dankeschön. Oh Gott, ist die Sprachausgabe gut. Meine Fresse. So. Da sind zwei Sparkofanten, aber vielleicht, beziehungsweise einen könnte ich versuchen, mit einem Plunging Attack rumzuknatten. Und den anderen muss ich wohl auf ehrliche Art und Weise töten. Ach. Das ist der Shinobi-Killer, weil der gelb markiert ist? Leck mich am Arsch. Echt? Den will ich anspringen. Gut, auf die Hütten kann man nicht draufspringen. Von unten. Aber vielleicht kommt er zu mir hoch. Was schmeißt er da? Ach, Öl wahrscheinlich. Den hätte man bestimmt mit einer Scherbe anlocken können. Ich geh mal hier raus, es soll mal seine Nerven beruhigen. Ach so, das heißt, man kann zuhören. Okay, das Gelbe heißt, man kann zuhören. Ich dachte, das Gelbe würde andeuten, dass wir den Shinobi-Killer getötet haben, von dem da gesprochen wurde. Mann, hat der weite Schwünge.
Ist ja richtig schwer zu parieren. Gut, dann können wir jetzt auch mal so ein Ding hier essen und dann gehen wir da mal rein und schauen mal, was wir töten können. Ah, das Zuhören ist weg, weil wir die geaggrot haben. Und der Typ hat sich noch immer nicht beruhigt, obwohl er jetzt gerade zurückgeht. Geben wir ihm nochmal die Zeit und gucken mal hier weiter. What the? Was sind das denn für Riesenhühner? What the fuck? Oh nee, da habe ich Angst vor. Die haben mich schon mal zerfetzt. Auf peinliche Art und Weise. Okay, da ist das Spiel ein bisschen davon geglitscht. Yes, Pellets. Nice. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Nice. Wahnsinn, man kann das nicht richtig blocken. Oh oh. Ist egal, ich verbrauche das jetzt. Ich habe es eben versucht zu timen, das Blocken. Hat nicht funktioniert. Und als ich den Block-Button immer wieder gemasht habe, hat er das Schwert nicht mehr hochgerissen, um die Krallen zu blocken. Also ein Feuer brennt ja hier, ne? Wir könnten uns mal eben Hühnchen machen. Das ist die Hütte, die in der wir waren schon mal in genau so einer Hütte, die ist copy-paste. Stört mich jetzt nicht, also ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ah, das ist, da waren wir schon. Jetzt können wir zuhören. Aniki heißt doch Bruder und er sagt Boss. Das Dono haben sie auch nicht übersetzt. Oh, das war ein Stich. Mein Fehler. Ich fürchte, ich muss meinen letzten Heiltrank benutzen. Oh! Shinobi Axe of the Monkey. A heavy black iron axe used by Shinobi can be fitted to the Shinobi prosthetic to become a working prosthetic tool. This boorish axe is used less for cutting and more for breaking things with its weight. Once the favorite weapon of a Shinobi known as Bounding Monkey of the Sunken Valley, it was lost along with his left arm. Kann ich jetzt aber wahrscheinlich noch nicht anbauen. Weil, genau, man muss erst zum... Was ist da noch gesperrt? Locket? Was auch immer es ist. Aber ihr seht, man kann sich hier auch nicht umziehen. Das Aussehen ist fest, nehme ich an. Beziehungsweise es wird vom Spiel festgegeben. Ob man sich im Storyverlauf noch verändert, keine Ahnung. Wirklich gar kein Plan. Ich würde auch wirklich diese Abkürzung hier gerne freischalten, damit ich mich hinten an die Buddha-Statue setzen kann. Und es scheint sogar, dass das tatsächlich geht.
machen wir das mal. Setzen wir uns hin. Und der Weg hierher, der ist ja nicht so kompliziert. Und dann möchte ich mit euch noch in dieser Episode nach Möglichkeit da hoch. Aber wir sollten traveln, tatsächlich. Wo sind wir hier gerade? Hirata Estate, okay. Important place. Verstehe ich nicht. Das ist doch beide Male der Tempel. Aber er wurde unter Important Place hervorgehoben, okay. Ich habe das Gefühl, dass wir die Axt equippen müssen. Einfach damit, weil sie hier angeboten wurde sozusagen, weil man sie hier gefunden hat, dass man sie auch benutzen muss. さてな、夢が映つか、わしにも定かなことはわからん。一つ言えるのは、仏様は、お前さんの古い記憶を起こしてくださっているだけじゃ。お前さんが、どう思い、どう覚えていたか、すべては、それ次第じゃ。見るものすべてが、正しく起こったことかはわからぬ。そういうことじゃ。 Sieht nicht so aus, als müsste ich hier irgendetwas für bezahlen. Ich habe das Ding und dann will ich es haben. Fertig. Washiga horu hotoke wa doyatta tte ikari ga gobukai mono wa so na omae san mo itsuka sore de. Okay. Hast du noch was zu sagen? Okami-dono. 死体はまだわかりませんが、あなたの体は世の理から外れているようです。Okay。返事あれば、私の。Leider nichts Neues. Machen wir exakt da weiter. Travel. Hierhin. Jetzt müssen wir nur noch geradeaus und dann sind wir auch schnell wieder an dem Punkt, wo wir aufgehört haben. Wir scheinen übrigens noch immer in so einer Art Tutorial zu sein, gefühlt, in dem Videomaterial, was man sonst immer gesehen hat auf Pressekonferenzen etc., hatte man ja so eine rote Katana auf seinem Rücken. Ich habe nicht verstanden, wofür die ist, aber man hatte sie gesehen. Ich meine das nicht mit Absicht. So ein Arsch, ey.
bloß Abstand halten von diesen Hühnern. Na nü, hier waren wir aber noch nicht. Das ist kein Gegner, okay. Yo, Donna. Anta mo Kajiba Dorobo desu kai? Danna wa mita toko shinobi desu ka ne? Nani ka sagashimono demo? Ma nan ni seyo, koko wa Ashi ga saki ni mitsuketa basho desu. よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に30の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。ねえ、旦那、よそをあさってどっかの崖上に30の塔が見えやしたぜ。 was ist das denn für ein merkwürdiger NPC? Er gibt Ratschläge, wo man Schätze findet. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, was das ist, was er meint. Oh shit, lauf um dein Leben, Alter. Warum wollte er sich denn da nicht enterhaken? Ich weiß wirklich nicht, was er meint. Und ich denke, jetzt ist auch nicht die Zeit, danach zu suchen. Lass uns weitermachen, damit wir ein bisschen Progress machen können. Kann ich hier durch? What the fuck? Alter, sind das krasse Agro-Hühner. Krasse Ficker, ey. Wie weit die mich verfolgt haben. Ist da noch eines? Ja. Viele sind hier noch. So, wir haben das Level voll. 4 Skillpunkte haben wir jetzt. Und zwar sollten wir jetzt sterben. Verlieren wir nicht so viel, zum Glück. Oh, hier ist ein Weg. Buddha Sai. Badel Chiso Statue. Small Buddha effigy bound in red cloth. Raise the prayer between one palms to restore a note of resurrective power. Ach, wow. To itself, Jesus statue is to express feelings of parental love. Okay. Es ist sicherlich nicht das, was er gemeint hat. Komisch, dass man sich da oben nicht reinhaken kann. Okay, denken wir darüber nach, wie wir diese Situation hier lösen können. Das sieht ja echt scheiße, das Versehen benutzt.
Oh krass, direkt mit Posture Break. Okay, das war sehr leichtsinnig, aber auch irgendwie relativ einfach. Sind da Fischis da unten? Was hat das jetzt gebracht, Alex? Keine Ahnung, Alex. Da steht direkt einer neben den Pflanzen. Was passiert wohl, wenn ich den meuchel? Die kriegen es mit. Trust attacks cannot be blocked. Okay. But they can be deflected. The Mikiri Kanto skill also counters trust attacks. And performing it successfully will deal greater posture damage. Das haben wir ja leider nicht gelernt, obwohl wir jetzt genug Punkte dafür hätten. Wie hat mich das denn bitte noch getroffen? Was? Ach komm, Mann, was ist das für eine Reichweite? Völlig krass. Warten wir mal darauf, dass die sich ein bisschen beruhigen, oder? Scheint nicht so zu sein, dass die sich beruhigen können. Vielleicht wegen dem Elite. Wahnsinn, was der für ein Tempo hat. Und dass der auch nicht, nicht zurückkehrt, ne? Jetzt hat die Stressmucke aufgehört. Ich sollte wirklich versuchen, Fistfall of Ash zu benutzen. Ist das wirklich so einfach? Tschüssi! Miau! Miau! Er hat sich... Oh! Man muss ihn finishen. Er hat sich regeneriert. Interessant. Naja, was weg ist, ist weg. Es kommt ja wieder, leider, wenn man
sich ausruht, aber so könnte man ihm schon mal einen Punkt abziehen. Ich würde jetzt einfach wahnsinnig gerne kurz zurück und mich einmal rasten, den Parierskill lernen für Speere und dann kommen wir wieder und kämpfen gegen ihn anständig. Und mit anständig meine ich, wir ziehen ihm durch feige Methoden erstmal einen roten Punkt ab. Und sehen dann weiter. Den muss ich ja nicht... Genau. It's nearly impossible to perceive the speed of a trust, but for the sharp eye of a shinobi. Kreis the moment an enemy trust attack lands. Miki counter. Stomp an enemy sword to render a trust ineffective and deal large amount of posture damage. Müssen wir jetzt nur noch lernen. Also binden.